So, ich komme zurück zum weiteren Part von Fire Emblem. Und ja, den muss ich leider nachkommentieren, da ich anscheinend bei diesem Part vergessen hatte, irgendwie Tonspur, also irgendwie habe ich da ohne Ton aufgenommen. Und ja, ich habe extra gewartet, bis dieser Part aktuell wird. Das heißt, der Part kommt am Donnerstag und ich nehme ihn dem Sonntag vorher auf. Also meine Stimme jetzt nehme ich den Sonntag vorher auf. Das heißt, es ist jetzt ziemlich aktuell, was ich hier jetzt berichten kann. Und aktuelles ist auch, dass ich jetzt ein bisschen über meinen Fortschritt meines Hacks ein bisschen kommentieren werde. Und zwar, dass ich mit den meisten, also mit 10 von 15 Welten bin ich fertig und werde jetzt in nächster Zeit dann ein paar Previews bringen, also die ersten 15 Welten, wenn ich die alle fertig habe, dann werde ich von jedem ein kleines Preview machen über jedes Level und die alle mal zeigen. Und es wird in diesem Hack, ich weiß noch nicht genau, aber ich habe geplant so zwischen 140 bis 150 Sterne. Wie viel ich da genau jetzt reinpacke, weiß ich noch nicht. So weit bin ich dann auch noch nicht. Aber geplant sind 140 bis 150 Sterne, 15 Welten und 3 Bonuswelten, alle 3 Metallkappenschalter und natürlich 3 Bowser Level. Und ja, der Hack wird mit ziemlicher Sicherheit im Jänner 2015 rauskommen, also das bis dahin werde ich sicher schaffen, also dass ihr gleich Anfang nächsten Jahres einen neuen Hack habt. Und ja, dann muss ich diese Aufnahme jetzt kurz unterbrechen, aber ich gehe gleich weiter, also bis gleich. So, jetzt geht's weiter nach dieser kurzen Unterbrechung und ja, bin ich denn stehen geblieben? Irgendwas wollte ich gerade über meinen Hack erzählen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt keine Ahnung, deshalb reden wir jetzt einmal mal über die ganzen Level und wie alles so sein wird und so. Also, wegen den Previews, wann ich die mache, die kommen dann erst so im November, Dezember, also dass nach den Previews dann ziemlich bald auch der Hack erscheint. Also das nicht, ja, außer ihr wollt es anders, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Aber sonst hätte ich geplant, dass ich die Previews so Anfang November und ja, Anfang November starte. Das sind dann 15 Previews für die 15 Welten. Oder weiß ich, vielleicht mache ich nur 5 Previews und immer 3 Welten. Keine Ahnung. Ich werde, glaube ich, jede Welt ein bisschen zeigen und ja, wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht damit angefangen. Aber irgendwie so wird das ablaufen. Und dann geht's. Ja, dann geht's schon ans, ja, jetzt bin ich noch immer am Programmieren, aber jetzt starte ich dann bald die erste Testphase, ob das Ganze auch funktioniert, also was ich da alles so programmiert habe und geplant habe, denn da habe ich ja in meinen anderen Hacks auch immer Probleme gefunden, dass das jetzt nicht funktioniert und das muss ich dann nochmal umprogrammieren und da muss ich die Welt nochmal neu machen und so. Sowas, ja, sowas gibt's immer wieder. Sowas wird's auch bei diesem Hack höchstwahrscheinlich geben. Deshalb, ja, kommt dann das Ganze, funktioniert das jetzt oder nicht, Sache. Die ganze funktioniert das jetzt aber nicht, Sache.
Und ja, dann geht es ja auch noch an die englische Übersetzung. Und dann werde ich mich auch gleich an eine Extremversion machen. Also die Extremversion kommt dann auch gleich drauf. Aber ja, das dauert dann noch länger. Also die kommt schätzungsweise jetzt mal März. Aber legt euch darauf jetzt nicht fest, bitte. Ich bin mir da jetzt noch nicht sicher. Das ist jetzt nur so mal dahergesagt, dass auch eine Extremversion dieses Hacks geben wird. Und dass die auch wie meine erste Extremversion, ja, ziemlich, also wie man meine Extremversion erkennt, die sind schon ziemlich schwierig. Und ja, die werden dann wieder eine Herausforderung für die, die den normalen Hack zu einfach finden. Aber ich glaube, da gibt es eh wenige, die meinen normalen Hack schon zu einfach finden. Deshalb, es wird die Extremversion geben. Die kommt natürlich auch wie üblich in Deutsch und in Englisch. Und diesmal getrennt. Das heißt, ihr könnt euch nur die deutsche oder eben nur die englische Version diesmal runterladen. Bei meinem vorherigen Hack waren ja beide in einem Download. Also diesmal könnt ihr es getrennt downloaden, je nachdem welche Version ihr haben wollt. Und es kommt natürlich eine Textdatei mit Story dazu und es wird sozusagen Bonusmissionen geben, die man machen kann, aber eben keinen Stern bringen. So wie zum Beispiel, wenn man meinen Unmajor-Hack kennt, die eine Panzermission, die man ja, wo man den Vanish-Grip-Schalter mit dem Panzer, also den ganzen Vanish-Grip-Schalter mit dem Panzer schaffen kann. Und ja, es sind eben solche Bonusmissionen für ja, erfahrene Spieler, die ihr Können unter Beweis setzen wollen. Für die werde ich solche Herausforderungen in die in den Store, also in die Textdatei packen. Und es wird, also bis jetzt habe ich zum Beispiel mal 5 Herausforderungen habe ich, die ich auf jeden Fall bringen werde. Und dann, es wird sicher noch einige andere geben, aber 5 habe ich zurzeit mal. Dann, ja, in der Textdatei wird natürlich auch stehen, wie viele Sterne dieser Hack enthalten wird und wie viele Sterne in jeder Bonuswelt enthalten sind. Das heißt, es sagt euch nicht irgendein Tod oder Bob-Omb oder sonst irgendwer im Spiel. Das steht alles in der Textdatei. Und ja, eine Welt habe ich ja schon für ein, also wer Serugen 1003 kennt, der macht hier so mein Super Mario 64 Hack. Und ja, ihm habe ich das erste Level meines neuen Hacks mal geschickt. Vielleicht macht er irgendwann mal, dann könnt ihr das erste Level schon mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob er es schon rausgebracht hat oder nicht. Ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr auf seinen Kanal geguckt, aber ihr könnt ja mal sehen, ob es dort schon mein Hack zu sehen gibt. Denn er stellt ja immer ein Level vor, wenn man ihn einen schickt. Und also gesehen habe ich, er hat sich auf jeden Fall schon mal runtergeladen, das habe ich gesehen, aber ob er es schon gespielt hat und ob er es schon gezeigt hat in einer Vorstellung, weiß ich nicht. Müsste ich selber mal nachgucken bei ihm. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr auf seinem Kanal gewesen. Ja, dort wird auf jeden Fall das erste Preview stattfinden. Deshalb wird es bei mir kein Preview über das erste Level geben. Da werde ich, sobald seins draußen ist, einfach sein Video verlinken. Falls ihr eben das erste Level sehen wollt. Und ja, was kann ich jetzt noch so labern? Ich bin jetzt bei 10 Minuten. Diese Fahrt geht über eine halbe Stunde. Ich dachte, ich könnte das jetzt irgendwie so ausführlich wie möglich bringen, was ich da so geplant habe. Ja, es werden gute Frage. Was kann ich jetzt noch? Ich werde auf jeden Fall noch
Supi, mir geht das Thema aus. Ganz geil. Ich noch irgendwas zu lauern? Ja, die Gamescom war ja, aber da hatte ich leider das Problem. Wir wollten eigentlich hin, aber dann ging's doch nicht, weil ja aus zeitlichen Gründen und ich hoffe, nächstes Jahr auf die Gamescom zu gehen zu können, denn es ist ja so, dass ich hier in Österreich ziemlich weit weg von der Gamescom bin. Und wenn ich dorthin gehe, werde ich alle Tage besuchen, also jeden Tag auf der Gamescom sein und irgendwo in Deutschland übernachten, in einem Hotel oder sowas. Also wenn, dann bin ich die ganzen Tage da. Und genauso, wäre ich auch gern beim Video Day gewesen. Aber ja, wie gesagt, ging leider alles nicht. Wäre schön gewesen, die Auftritte von Apecrime und iBlali zu sehen. Aber natürlich haben sie ja die Videos, zumindest iBlali hat das Video ja auch auf YouTube hochgeladen und dort habe ich natürlich sofort angesehen, das war eine tolle Veranstaltung, würde ich sagen. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Da wäre ich gern dabei gewesen. Aber ja, nächstes Jahr ist auch noch die Gamescom. Ja, dieses Jahr hätte ich gerne Mario Party 10 gespielt. Das soll ja auf der Gamescom gewesen sein. Und Mario 10 und Super Smash Bros. Universe, glaube ich, soll es heißen. Auf jeden Fall Super Smash Bros. Für die Wii U, was rauskommen wird. Das soll ja auch auf der Gamescom gewesen sein. Das hätte ich gern gespielt. Und das neue Zelda Hyrule irgendwas, das, was auch auf der Gamescom war, das wären auf jeden Fall die drei Spiele, die ich auf jeden Fall gespielt hätte. Egal wie lang die Schlange gewesen wäre, denn irgendwann in den 3 Tagen wäre ich ja schon dazugekommen. Es, ja, wollte aber leider nicht, ging sich leider nicht aus. Aber nächstes Jahr nehme ich es mir fix vor, dass ich da bin, auf der Gamescom. Und mich dort, vielleicht werde ich, wenn ich schon eine Kamera besitze, ich habe ja einen Zweitkanal, ja, ich werde ein bisschen über meinen Zweitkanal jetzt labern. Und mein Zweitkanal, der heißt Schwarzschattenknochentrocken, also mein Name auf Deutsch übersetzt, also Blackshade Dry Bones auf Deutsch übersetzt. So heißt mein Zweitkanal, dort wo ich Real-Life-Videos mache, zurzeit nur mit dem 3DS, da ich noch keine Kamera besitze. Was sich aber ändern wird, ich werde mir auch irgendwann eine Kamera zulegen und ich werde irgendwann dort noch professionelle Real-Life-Videos drehen. Das wird aber erst interessant werden, wenn ich eine eigene Wohnung besitze und eben mit der, ja, eben in der eigenen Wohnung Real-Life-Videos drehe und dort vielleicht mal eine Roaming-Tour mache und was weiß ich, was alles da noch kommen wird. Da wird auf jeden Fall irgendwas mal aktuell. Bis dahin werde ich, also wenn das mal aktuell wird, werde ich es auf meinen Hauptkanal, also jetzt auf meinen Let's Player-Kanal verlinken und ankündigen, dass es jetzt aktuell werden würde und so weiter und so fort. Und das, ja, könnt ihr mal vorbeischauen. Ich werde euch meinen Zweitkanal unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort sind, ja, zurzeit das Video, wie ich im Urlaub, also in die 4 Tage in Luzernsburg, wie ich die verbracht habe. Ist auf jeden Fall was Sehenswertes dabei. Ja, ist auf jeden Fall interessantes, wenn auch in schlechter Qualität, aber trotzdem interessant, sich das anzusehen. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und in meinen Endcards, in den neueren, es ist auch mein Let's Player-Kanal verlinkt. Hier in Fire Emblem natürlich nicht, da keine Endcards kommen. Und ich werde jetzt nicht wegen einem Part da ein
eine Endcard hinten dran hängen. Das wäre ja ein bisschen unvorteilhaft, würde ich schon fast sagen. Das bringt nicht wirklich viel. Da für ein Part lang, also so Part 27, auf einmal eine Endcard auftaucht. Und ja. Dodger Force hat ja jetzt auch wieder gestartet. Das war am 24. November, war der letzte Part, der vierte Part. Und heute, also heute, wenn ihr das seht, vor einigen Tagen, aber heute hat das Projekt wieder gestartet, wie ich das aufnehme. Also am Sonntag, vorherige Woche Sonntag, ja, hat das Projekt gestartet. Und geht jetzt auch wieder los. Wenn ihr es nicht kennt, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, gibt es ja in dem fünften Part, also in dem ersten Part, was ich am Sonntag hochgeladen habe, habe ich in der Videobeschreibung auch die letzten vier Parts verlinkt. Also wenn ihr das Projekt noch nicht kennt, könnt ihr auch von Part 1 wieder beginnen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, was ich auch fortsetzen würde, wenn es euch interessiert. Das heißt, das sieht ja nicht aus, wenn man es einmal durchspielt, sondern es geht eigentlich unendlich lang und es gibt immer neue Mittel und Wege, wie man es durchspielen könnte. Deshalb, und wie alles geht, das habe ich euch natürlich im Video dann, erkläre ich euch das dann. Wenn ihr da mal reinschaut, würde mich sehr freuen. Wenn ihr das Projekt mögt, würde ich es auch gerne in die Länge ziehen. Und das wird auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Auf jeden Fall, was kann ich jetzt noch labern? Wir haben ja schon die Hälfte des Videos. Das geht ja voran. Ja, Mario Kart 8 habe ich ja noch Online-Parts. Wie lange werden die wohl gehen? Das ist so eine Frage, wie lange es euch interessiert. Und ich würde sagen, spätestens bis Mario Part, bis Mario Kart 9 oder sowas rauskommt, also bis das nächste Mal Kart rauskommt. Ich glaube, ab dann interessiert es eh niemanden mehr. Aber ja, solange es noch aktuell ist und solange es noch neu ist, werde ich das auch noch länger machen. Ich schätze mal, es wird so an die 50 bis 100 Parts werden. Schätze ich halt mal, es könnten mehr, es könnten weniger sein. Je nachdem, wie lange es, ja, wie lange es angeschaut wird, wie lange es geguckt wird, wie lange es interessant ist. Und ja, die Main-Klassiker werde ich wieder ins Leben rufen. Die kommen wieder. Die sind ja nur unterbrochen, weil ich zurzeit keine neuen Spiele auf meinem Emulator habe, also auf meiner MAME. Da muss ich erst wieder die, also ich habe da so eine CD, da sind alle, fast alle, alle ist ein bisschen übertrieben, aber ziemlich viele Spiele oben und ja. Da werde ich mir wieder ein paar Spiele auf meinen Laptop hier, ja, rüberspielen und dann gibt es wieder interessante Klassiker. Ah ja, da habe ich immer Bock drauf auf diese klassischen Spiele. Die sind einfach klassisch, ja. Sie sind einfach, ja, die guten alten Klassiker, die guten alten Zeiten. Das sind einfach die besten Spiele, naja, die besten, aber eine der besten Spiele, die es gibt. Kann ich nur sagen, Pac-Man, Mrs. Pac-Man, Nibbler, Mr. Do und einige andere. Das ist ja nur, ja, das ist ja nur eins von tausenden Spielen. Gibt ja Simpsons auch dafür und was weiß ich, Autorennspiele bis zum Abwinken. Also, wer da ein richtiger Klassiker-Fan ist, der wird da auf jeden Fall Spaß dran haben.
Und wenn ich ziemlich viele Spiele gespielt habe und für meine Verhältnisse eigentlich so gut wie durch bin, dann werde ich versuchen, meinen Rekord zu brechen. Das heißt, da wird es dann Videos geben, da spiele ich so lange, bis ich den Rekord gebrochen habe. Also das ist dann nicht so, dass ich einmal probiere und dann aus, so wie jetzt, sondern da werde ich dann probieren, diesen Rekord zu toppen und mal sehen, wie lange ich brauche. Es kann auch mal sein, dass ich vielleicht zwei, drei Parts brauche, bis ich den Rekord geschlagen habe, was dann aber eher selten der Fall sein wird. Aber es kann sein, dass ich mich ja blöd anstelle und so. Ich blöd anstelle und länger brauche, bis ich den Rekord mal getoppt habe. Auf jeden Fall, das werden dann noch interessante Projekte. Und warum renne ich da eigentlich dem Spiel eigentlich gerade zurück? Ich passe da eigentlich gar nicht so auf, aber ich sehe es mir ja an, damit ich weiß, wie lange der Part geht und wie lange ich aufnehmen kann. Also ich nehme hier meine Stimme gerade mit Camtasia auf und im Hintergrund sehe ich, wie das Video rennt, dass ich hier nicht unnötig ja, länger labere, als das Video lang ist. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. Und ja, es wird auch mal in nächster Zeit mal ein Infovideo geben, wo ich ein ja, etwas Wichtiges ankündigen werde. Und wie ihr wisst, kommen meine Infovideos ja alle mit Gameplay hinterlegt. Und bis jetzt war es nur fast nur MW3-Videos. Oder vielleicht nur MW3-Videos, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es irgendwann mal ein Gameplay, da werde ich auch andere Spiele spielen. Zum Beispiel mal ein Gameplay, wo ich Forza Motorsport spiele. Oder mal ein Gameplay, wo ich Battlefield spiele. Oder mal ein Gameplay, wo ich Soul Calibur spiele. Oder ja, irgend sowas. Also nicht immer nur MW3, das ja wird mit der Zeit auch langweilig. Und ja, es kommt ja auch darauf an, was ich im Infovideo ankündigen will. Und was ich komplett bis jetzt vergessen habe, ist, dass ich ja eigentlich ein Top 10 Video auf werden will am 24. Oh shit. Ich habe nämlich noch gar nicht mein Top 10 Video, mein neues. Ich muss mir da jetzt mal ein, ja, ein Top 10 Video mal überlegen. Ich habe eigentlich nicht wirklich was in Planung. Deshalb, ja, gute Frage, was ich da machen werde. Aber das muss euch ja eigentlich nicht interessieren. Das wird, irgendwas wird es da schon geben. Ich glaube, hier stirbt jetzt mein Ritter hier. Anscheinend doch nicht. Anscheinend überlebt das knapp. Also ist ja eigentlich schon General, oder? Ja, General. Und das, ja, das wird dann auch. Ich hoffe mal, ich komme noch dazu, ein Top 10 Video aufzunehmen. Ich werde, ja, es kommt ja wieder irgendwas Mario-mäßiges, also mal sehen. Vielleicht irgendwas Mario Kart, Mario Party, Mario, was weiß ich, was mäßiges. Vielleicht generell Mario-mäßiges, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall Mario-mäßiges ist ja diese Woche am Start. Und danach kommt, ja, also nächsten Monat dann, kommt ja dann irgendwas Black Ops, also irgendwas Call of Duty mäßiges, also ich schätze mal, es wird Black Ops 2 sein, die Sniper Kills, die ich angekündigt habe. Denn da habe ich jetzt schon ziemlich viel und da werde ich so gut wie möglich das auch hoffentlich hinkriegen, dass ihr da die Top 10 Sniper Kills mit halt wieder die üblichen 20, 30, 40, 50 Kills, die ich da so habe, wo ihr wieder alle sehen werdet. Auf jeden Fall, ja, ich habe eigentlich, glaube ich, alles
Wichtige gesagt. Ich hoffe, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu meinem Hack habt oder ja, ich werde ja auch die, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich habe ja schon 4 Hacks, müsste ich theoretisch schon haben. Also mein erster Super Mario 64 Extreme ist ein Unmajor Hack, also ein Hack, der die Originalwelten beinhaltet und nur halt extremst erschwert. Deswegen auch Super Mario 64 Extreme. Das war mein allererster Super Mario 64 Hack. Und mein zweiter war Super Mario 64 Miis. Und das sind zurzeit die zwei schwierigen Hacks, Unmajor Hacks, die ich habe. Also eben mit unveränderten Welten, also unverändert die alten SM64 Welten, nur halt extremst erschwert, so dass man da eigentlich nicht wirklich ohne Safe States durchkommt. Außer man ist irgend so ein, weiß ich nicht, ultimativer Spieler, der alles und jeden Hack einfach mal Safe State, also ohne Safe States durchspielen kann. Also wie zum Beispiel Fritfatz, der hat ja SM64, also na, SM74 und SM74 Extreme alle, also in den kompletten Hack ohne Safe States geschafft. Und ja, ich schätze mal, der könnte es mit einigen Versuchen packen. Dem würde ich das sogar zutrauen. Aber es wird auf jeden Fall ziemlich schwierig für ihn. Aber ja, für normale Spieler und für mich halt, ich würde das niemals im Leben ohne Safe States packen. Beide Hacks nicht. Und daher wird's auch, also gibt's mein, es gibt natürlich ein Let's Play dazu, damit ihr wisst, wie die ganzen Sterne, wo die ganzen Sterne versteckt sind und wie sie funktionieren. Und daher diese werde ich natürlich auch mit 100 Münzsterne machen, damit ihr, ja, damit die 100 Münzsterne, die zeige ich nicht, die ich zeige nur, dass sie möglich sind, weil ich sie alle gesammelt habe. Aber ich werde sie im Let's Play nicht sammeln. Aber wie gesagt, sie sind alle möglich und es ist halt die Extreme, es sind halt die Extreme Hacks, die ja sind halt extrem und das ist das Ganze ohne Safe State einfach nicht möglich. Und ich glaube, man merkt, ich habe kein richtiges Thema und probiere gerade irgendwie mit irgendwas die Zeit zuzuschlagen. Auf jeden Fall, ja, es wäre schön, irgendwann mal ein Let's Play über irgendeine von meinen Hacks zu sehen. Würde mich sehr interessieren, ob das irgendwer schafft, meine Hacks zu Let's Playen. Es gibt einige, die angefangen haben, aber das habe ich schon öfters erwähnt, aber immer noch keiner, der es geschafft hat. Also es besteht immer noch die Chance, diesen Hack als erster Let's Play zu haben. Es gibt noch keinen, der es geschafft hat, diesen Hack zu Let's Playen, ja, diesen Hack zu schaffen. Und ja, ich glaube schon langsam könnte man dann, über was könnte man noch so labern, die letzten 5 Minuten. Ja, ich habe jetzt über meinen Zweitkanal gelabert, ich habe über meinen Hack gelabert, ich habe über meine nächsten Projekte gelabert. Ich habe eigentlich so ziemlich alles, was ich wollte, irgendwie erzählt und ich wüsste, jetzt wäre ich schon wieder auch hier.
obwohl es schon bald Mittagessen gibt bei mir. Aber ich bin, ja, es ist ein Sonntag und ich bin erst um, ja, um 11 oder so aufgestanden, also ja, da bin ich nicht mehr ganz so auf den Beinen, also noch nicht ganz so wach. Ah, das ist ja jetzt eigentlich nicht das Thema hier. Es ist eigentlich gar nichts mehr das Thema. Ich probiere noch irgendwie die letzten 4 Minuten noch halbwegs sinnvoll hinzukriegen, dass noch halbwegs was Interessantes zu hören ist, aber ich wüsste jetzt eigentlich nichts mehr. Ja, also es gibt ja Parts, die jetzt, machen wir es so. Ich habe ein Mario Kart Turnier. Da kann man, da werde ich auch irgendwann mal Turniere veranstalten, wenn irgendwie mal Interesse besteht. Also, wenn Interesse besteht, dass man was irgendwann mal an meinem Turnier teilgenommen wird, dann ja, werde ich mal so auf Skype rumfragen oder mal einfach so ein paar Leute fragen, die in meinem Turnier ja mal teilnehmen würden. Also in meinem Turnier sind Computergegner, also wenn keine Gegner, wenn keine richtigen Spieler kommen, werden die restlichen durch Computergegner ersetzt. Und die Computer sind dann alle auf schwer und das ist eigentlich so das Grundsätzliche. Und hier mein Mario Kart Turnier ist, also um in meinem Mario Kart Turnier teilzunehmen, gibt's ein Video, das, ja, glaub Mario Kart Online Part 8 oder no, Part 9 Online Part, also der 9. Online Part von Mario Kart, dort werde ich mein Turnier ankündigen und auch das Turnier von Dex Gaming LP, also wenn ihr da mal teilnehmen wollt, da habe ich ja die letzten Male teilgenommen. Und das war auch auf jeden Fall sehr interessant. Dort ist eben ein richtig, also wirklich nur 1 gegen 1. Da ist kein richtiger, also sind keine Computer und so. Also ein reines 1 gegen 1 und da entscheidet schon richtig das Können und das Item Glück. Also daher. Ja. 1 gegen 1, das war auf jeden Fall spannend. Da gab es eins und irgendwann gibt es dann ein Rematch. Das wird online Part 10 müsste das sein. 9, 10, irgend sowas. Oder er ist, glaube ich, sogar zweiteilig 9 und 10. Und im 9. oder 10. Part kündige ich dann auch mein Online-Turnier an. Oder mache ich schon im 8. Ich weiß nicht. Ja. Seht euch einfach meine Online-Parts an. Irgendwann werde ich das ankündigen. Und ja, falls ihr interessiert, könnt ihr mal dabei sein. Und ja, bei mir gibt es jetzt Essen. Das heißt, ich muss die letzte Minute noch irgendwie hinkriegen. Aber da passiert eh nicht mehr viel. Da werde ich, da, genau, das spule ich vor und da speichere ich dann gleich ab. Und da die Story noch und da ist nichts mehr Interessantes. Das heißt, ja, hier wird jetzt abgespeichert und ja, das Drachenreich wird dann das nächste Kapitel sein, in dem wird es dann auch wieder Ton geben. Und ja, dann sage ich mal, bis dann, wiedersehen.